Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute hier diesen Class Aerion 960-930 Teradrack hier vorstellen. Kostet 355.000 Euro. Und wie wir sehen, hier 18.105 Leasing. 40 km/h soll er schnell sein. Er fährt ungefähr 43 km/h. 56 Liter AdBlue Tank hat er und hat hier einen Tankvolumen von 867 Liter und eine Leistung von 355 PS. Entsprechend hier 261 kW. Ja, also wir können hier die Motorisierung noch ändern, haben wir dann für 35.000 Euro haben wir 445 PS, entsprechend 327 kW. Ich habe mal so gekauft, habe auch schon mal geschaut, also die Kupplungen, das funktioniert einwandfrei und der Thatcher. Schauen wir uns jetzt mal hier die Textur an. Finde ich so, er sieht auch ganz gut aus. Habe ich mir gedacht, ja, nehme ich mal heute mal den Flug. Können wir mal schauen, ob er den hier da zieht. Ob er auch genug Power natürlich dafür hat. Da haben wir hier so eine komische Hupe haben wir. Und Umleuchte, wie wir sehen, funktioniert. So, mal sehen hier die Anschlüsse hier, das passt ganz gut. Ja, diese Mod ist auch für die Konsolen geeignet, also freigegeben auf Matab. Und dann fahren wir mal so her. Klappen hier mal den Flug natürlich mal aus. Oh, macht ganz schön was weg, dann der Flug hier. Also, senken das gute Stück. Und dann gehen wir mal Power. Oder 10 Tumoren ganz gut, also mit 9 km/h. Schauen wir mal hier in der Innensicht mal rein. Sehen wir jetzt hier, Display ist hier animiert. Bremspedal. Schalthebel leider nicht. Spiegelein funktionieren. Dann gehen wir mal am besten hier mal rein, schauen wir uns mal die Lok an. Die Lok, wie wir sehen, ist fehlerfrei. Schauen wir jetzt noch natürlich hier die Lichtlein an. So, gehen wir jetzt mal in die Außenansicht ran. Einmal mit F geschalten. Jetzt hier mit Numbit 5. Passt ganz gut. Nummer 6. Super gemacht mit den Rundumschein. Also Nummer 6 und 5. Ja, hast du wirklich einen Rundumblick. Dann hier mal ein Blinker. Wie wir sehen, passt hier auch Blinker. Da die Blinker passen. Sieht ganz gut aus. Schauen wir uns das mal von innen drin an. Wegen die Blinker. Da haben wir hier keine Kontrolllampen. So, dann gehen wir jetzt wieder auf Tagesansicht. So, Teller. Und dann starten wir nochmal durch. So, hier machen wir hier mit 10, 11 km/h das Ganze. Der Mod finde ich, der ist empfehlenswert. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du wieder reinschaust. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.